Moin Leute, herzlich willkommen. Ja, in unserem heutigen Video geht es um die Umbaukits, die wir im Shop anbieten. Und wir haben oft eben die Anfrage bekommen, ey, wie sieht's aus, wenn ich bei euch so ein Kit bestelle, muss ich irgendwas beachten, welche Arbeiten muss ich ausführen, wo muss der Remapper eingelegt werden? Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, eben für euch so ein Umbauvideo zur Verfügung zu stellen und zeigen euch heute die einzelnen Schritte, wie ihr das ganz easy in eurem vorhandenen PS4-Controller umbauen könnt. Bevor ich euch jetzt zeige, wie man solch einen Umbaukit an seinen vorhandenen PS4-Controller verbaut oder besser gesagt, wie man diesen ganzen Controller dann umbaut, muss ich euch kurz auf das Rechtliche nochmal hinweisen. Also dieses Video besteht natürlich aus Werbung, aus Eigenwerbung und alle Produkte, die ich euch jetzt so im Video zeige, findet ihr natürlich bei uns im Shop. Sei es, ihr wollt ein neues JDM 55er Controller-Modell haben, das findet ihr in der Kategorie Controller und Umbaukits. Also wie gesagt, wenn ihr in diese Kategorie geht, findet ihr automatisch alle Kits, die wir anbieten im Shop, sowie auch neue V2-Controller. Werkzeug, sei es ein Schraubenzieher oder so eine Knipex-Zange, um bestimmte Bereiche im Controller anzupassen, die findet ihr bei uns in der Kategorie Gadget und Werkzeug. Wir öffnen das Paket natürlich gleich zusammen. Ich habe hier schon ein Umbaukit vorbereitet. So bekommt ihr das auch natürlich nach Hause geliefert, also richtig schön transportsicher in so einer Versandbox. Aber wie gesagt, um euch mal zu zeigen, so was für verschiedene Umbaukits wir haben. Hier ist jetzt mal so ein Beispiel. Das ist so mit Sharks Pedal. Dann haben wir hier so ein Spider Pedal. Also wie gesagt, die Standardbelegung ist immer auf X links und Kreis rechts. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr möchtet jetzt eine andere Belegung haben. Also ihr wollt jetzt komplett, sage ich jetzt mal, links Dreieck haben und rechts Kreis. Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn ihr das bei uns im Shop kauft, in der Kaufabwicklung, in dem letzten Schritt unter Mitteilung uns das praktisch mitzuteilen, dass ihr dann sagt, pass auf Leute, ich will keinen X links und Kreis rechts haben, sondern ich möchte die und die Belegung haben. Dann fertigen wir euch das kostenlos so an. Was ihr aber immer bedenken müsst, ist, das sind keine programmierbaren Remapper. Das heißt, die Belegung ist fest. Ihr könnt im Nachhinein dann nicht sagen, jetzt okay, ich möchte jetzt mal schnell was umprogrammieren und möchte links X haben und rechts Kreis wieder. Also das solltet ihr euch genau vorher überlegen. Und deswegen ist diese Standardbelegung, wie gesagt, mit links X und rechts Kreis immer als feste Auswahl. Dann haben wir hier noch so ein Standard Hammerhead Pedal und ein Vierer. Aktuell ist ein Vierer im Shop. Das ist natürlich das Schöne. Standard belegt wieder mit X links, Kreis rechts und oben dann Viereck und Dreieck. Genau, so, das haben wir. Wie gesagt, die könnt ihr euch auswählen. Es lohnt sich natürlich immer mal wieder reinzugucken, weil wir haben aktuell noch in Planung eben ein neues Vierer und noch ein Zweier im Angebot. Das Ganze könnt ihr natürlich auch farblich wählen. Also ihr müsst nicht jetzt irgendwie nur ein weißes Vierer nehmen. Also ihr habt dann verschiedene Möglichkeiten. Blau, Gelb, Grau. Vielleicht kommen auch demnächst noch mal ein paar Farben dazu. Also da könnt ihr euch vorher selbst entscheiden, was ihr so haben möchtet. Welches Pedal, welche Schrauben. Und teilweise haben wir dann auch noch angeboten, das Ganze mit Grip. Also wie gesagt, ihr sucht euch die Farbe der Pedals, der Schrauben aus. Und dann bestimmt ihr noch, wollt ihr so ein Splashed Grip drauf haben oder wollt ihr das im Standard Original glatt haben. Ist natürlich eine Preissache. Könnt ihr euch ja mal durchklicken und stellt euch mal euer persönliches Umbaukit zusammen. Bevor ihr natürlich loslegt, braucht ihr wieder ein bisschen Werkzeug. Und zwar einmal so eine kleine Kneifzange. Wie gesagt, wenn ihr sowas zu Hause nicht habt, die kriegt ihr bei uns im Shop. Könnt ihr gleich damit zubestellen. Dann braucht ihr ein Öffnungstool. Also wie gesagt, wenn ihr hier sowas für vielleicht von eurer letzten Handyreparatur oder so habt oder diese Gitarrenplättchen, könnt ihr auch nehmen. Wir haben im Shop nochmal so ein Öffnungstool entwickelt. Wie gesagt, das kann euch ein bisschen dabei helfen, das Ganze zu vereinfachen, weil die Spitze ist halt eben ein bisschen länger und so ein bisschen keilförmig und ihr kommt dadurch besser rein und habt vielleicht das Glück und macht diese Haltespangen hier oben nicht kaputt. Weil wenn ihr hier diese dicken Dinger nimmt, ja, es ist immer, es ist ein Spiel für sich. Also manchmal geht es gut, kann aber auch irgendwas abbrechen. Wenn die hier oben abbrechen, ist es nicht, sag ich mal, ganz so wild. Man kriegt den Controller super verschlossen wieder. Bricht man das Ganze natürlich vielleicht überhaupt komplett ab, diese Spangen, dann hat man hier oben einen kleinen Spalt. Also, weil wie gesagt, die haben eine Funktion, dass eben das Backcase mit dem Frontcase schön zusammengehalten wird.
Ja, das Öffnungstool, wie gesagt, auch unter der Kategorie Gadget und Werkzeug. Und dann braucht ihr natürlich einen Schraubenzieher. So eine kleine haben wir hier im Shop, so eine, sage ich mal, Wegschmeißschraubenzieher. Die könnt ihr zwei, dreimal benutzen und dann sind die vorne auch abgenudelt. Diese Umbaukits passen eben bei allen Controllern, die diese blaue Leiste hier vorne drin haben. Also habt ihr ein älteres Modell oder ein Vorgängermodell, müsst ihr euch vorher einen neuen Controller organisieren. Jetzt fangen wir einfach mal an, das schöne Teil hier mal auszupacken. Wie gesagt, das kommt dann alles schön verklebt mit eurem Label oben drauf, besser gesagt mit eurem Versandlabel. Ja, dann macht ihr das erstmal auf, nehmt diese ganze Transportverpackung hier raus. Natürlich bekommt ihr auch noch einen schönen Flyer. Aktuell arbeiten wir auch gerade noch an einem neuen. Dort habt ihr denn hier unten praktisch einen QR-Code drauf. Dann könnt ihr mit eurem Handy drüber scannen und seid direkt bei uns im WhatsApp-Chat. Das befreit jetzt erstmal von dieser ganzen Umverpackung. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen doppelt und dreifach geschützt. Aber wie gesagt, wir sind nur glücklich, wenn ihr glücklich seid. Und dann habt ihr erstmal praktisch das ganze Umbaukit. Wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal ohne Splashit Gripcase gewählt. Aber wie gesagt, das ist völlig egal, ob ihr das mit Splashit nehmt, mit einem Spider-Pedal, mit einem normalen Standard-Hammerhead-Pedal oder ein Vierer. Also dieses Umbauprinzip bleibt immer gleich. Ich empfehle immer, wenn ihr so einen Umbau macht, manche haben vielleicht einen schönen Controller, haben sich vielleicht das Frontdesign anfertigen lassen oder ja, ihr habt ja irgendwas Schönes euch machen lassen. Wenn ihr das auseinanderbaut und dann irgendwie über den Holztisch kratzt, dann vielleicht verkratzt ihr euch nachher alles. Also sucht euch eine schöne Unterlage nachher, wo ihr das Ganze schön auseinanderbauen könnt und trennen könnt und dass das Case dann nicht beschädigt wird. Ja, packen wir das weiter aus hier. Wie gesagt, der Remapper ist hier auch schön eingetütet. Zieht da nicht dran oder so mit Gewalt. Lasst euch ein bisschen Zeit dafür. Packt das alles vorsichtig aus. Dann könnt ihr das alles erstmal entfernen hier. Und dann habt ihr eigentlich schon das fertige Umbaukit. Also ihr müsst nichts mehr bohren, kleben oder löten. Als erstes entfernt ihr erstmal die vier Kreuzschrauben hier hinten drin. Die dreht ihr alle raus. Jetzt öffnen wir das Ganze. Und zwar fasst ihr den Controller am besten so an. Mit den anderen beiden Fingern zieht ihr das Frontcase ein bisschen nach oben und mit dem Daumen nach unten. Und wenn ihr das so ein bisschen, also wie gesagt, wenn ihr merkt, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, dann spannt mal eure beiden Finger, also Zeigefinger und Daumen so dazwischen. Dann könnt ihr dieses Öffnungstool benutzen und könnt es hier, also es hat zwei Seiten. Das ist für vorne gedacht. Also mit dem würde ich hier nicht an der Seite arbeiten, sondern mit dieser breiten Seite, mit diesem Pinöppel hier unten dran. Dann steckt ihr das so in den Bereich der Kreistaste. Steckt ihr das hier rein und versucht da so ein bisschen reinzukommen. Gut, mein Controller war jetzt schon mal offen. Ihr habt gesehen, es ist sofort aufgesprungen. Das wird bei euch nicht der Fall sein. Also ihr müsst dann dort reingehen und das Ganze voneinander weghebeln. Wie gesagt, das Teil kann euch helfen. Also ich habe damit schon einige Controller aufgemacht und habe es wirklich geschafft, keine Haltenasen abzubrechen. Das Ganze wiederholt ihr dann natürlich auf der anderen Seite. Zieht das auch auseinander. Geht dazwischen. Und hebelt das Ganze ein bisschen auseinander. Wie gesagt, das ist sowieso ein Fummelspiel. Also wenn ihr das erste Mal macht, der wird schwer aufgehen. Aber geht da nicht irgendwie mit einem Schraubenzieher oder irgendwas Scharfem bei. Ihr macht euch die ganzen Kanten hier oben kaputt. Wir haben es bald. So. Gucken, ob die Spangen heile geblieben sind. Ja. Also auf dieser Seite habe ich es geschafft. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es mir schon beim vorherigen Male kaputt gegangen. Gut. Ist egal. Also wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das mit solch einem Tool zu machen oder mit so einem Gitarrenplättchen. Was ich nicht empfehle oder was viele machen, einfach dieses Aufreißen. Dann kann ich euch jetzt schon garantieren, zu 99% sind die Spangen dann abgebrochen. Jetzt habt ihr die andere Seite von diesem Plättchen. Und das hat ja so eine Keilform. Dann geht ihr hier unten rein. Dann könnt ihr das Ganze ein bisschen hochhebeln. Wechselt immer so ein bisschen die Seiten. Wie gesagt, auch mit den Fingern hier unten rein.
ein bisschen das Ganze auseinanderhalten. Dann kriegt ihr hier unten noch ein bisschen Luft. Und dann könnt ihr hier kurbeln, bis sich das Ganze löst. Weil hier unten sind auch noch zwei Spangen drin. Und die solltet ihr nach Möglichkeit nicht abbrechen. So, das war's. Jetzt ist er auf. Jetzt habt ihr im nächsten Schritt ein Flexkabel, was ihr entfernen müsst. Und da gebe ich euch gleich den Tipp. Passt auf, dass ihr, wenn ihr das näher wieder zusammenbaut, dass ihr diese blaue Seite, auch dass die näher wieder zur Batterie zeigt. Man kann dieses Flexkabel auch andersrum reinstecken. Dann werdet ihr aber keinen Kontakt zur Ladebuchse haben. Also diese blaue Seite von diesem Flexkabel muss zur Batterie zeigen. Das könnt ihr ziemlich weit unten anfassen. Und dann zieht ihr das einfach gerade raus. Das ist einfach dort eingesteckt, sogar mit so einer Markierung hier drauf, wie weit es wieder reingesteckt werden muss. Also es muss dann ja wieder bündig unten, hier unten in diese Führung wieder rein. Nehmt ihr euch erstmal das alte Backcase und baut erstmal alle Komponenten aus. Hier oben habt ihr so eine Spange. Die könnt ihr einfach hier mit den Fingern unterhaken und dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Dann habt ihr hier von dieser Touchleiste, von dieser LED-Bar hier oben im Touchfeld, das ist wie so ein Reflektor, der spiegelt dann praktisch von der LED hier unten in der Ladebuchse das Ganze nach oben auch ins Touchpad. Das hat hier unten noch so ein kleines Polster, was aufgeklebt ist. Macht es vorsichtig, zieht es vorsichtig ab. Dann könnt ihr das näher schön sauber wieder in euer neues Case übertragen. Dann habt ihr noch die Blende hier, die könnt ihr einfach so rausziehen. Und dann braucht man natürlich wieder einen Schraubenzieher, weil hier habt ihr noch einen kleinen Kleber drauf. Wie gesagt, kratzt da nicht mit dem Schraubenzieher oder so, nehmt euch hier irgendwie wie einen Zahnstocher oder so, kratzt euch hier diesen Kleber weg, dass ihr an diese Schraube hier unten rankommt. Und dreht das Ganze raus. Jetzt die Ladebuchse raus, könnt ihr auch mit zwei Fingern hier unten so ein bisschen anfassen. Hier oben ist das noch ein bisschen angeklebt. Könnt ihr dann auch noch mit so einem kleinen Spatel oder wie gesagt, nehmt euch einen kleinen Zahnstocher, dann könnt ihr das hier oben so abholen oder ihr schafft es auch. Seht, es fällt eigentlich schon fast so alles von alleine raus. Jetzt übertragt ihr die ganzen ausgebauten Komponenten in euer neues Backcase. Ihr fangt an mit dieser LED-Leiste. Wie gesagt, es geht auch nur in eine Richtung rein, also ist alles selbsterklärend. Unten die Ladebuchse wieder rein. Ihr könnt den Kleber auch abziehen und noch ein bisschen fixieren wieder mit dieser LED-Bar, dass das alles erstmal von alleine praktisch drin hält. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das einklebt, dass ihr den Kleber nicht zu hoch hier aufklebt, weil dann schimmert nachher das Stückchen vom Klebeband hier durch und das sieht nicht so schön aus. Also wie gesagt, bleibt hier schön ein bisschen unterhalb, dass es so ganz hauchfein hier unten nur fixiert ist. Dann braucht ihr die Schraube und setzt ihr euch da unten wieder drauf. Als nächstes nehmt ihr diese, ja, ich sag mal Reflektor dazu, weil der ist eigentlich dafür da, dass das Ganze von dieser LED hier unten, von dieser Lade-LED, übertragen wird auch ins Touchpad. Steckt die unten rein, die andere Seite, fixiert das alles wieder ein bisschen. Nehmt euch diesen, ja, so eine Haltespange ist das, erst auf der einen Seite rein, runtergedrückt und das Ganze ist fest. So, jetzt habt ihr alles komplett übertragen und seid mit dem Schritt auch schon fertig. Und jetzt müssen wir noch ein paar Anpassungen am Frontcase vornehmen. Hier fangt ihr erstmal an und nehmt die Batterie raus. Ist hier unten nur so ein bisschen eingehakt hier an dieser Batterieabdeckung. Wenn ihr lange Fingernägel habt, fasst ziemlich weit unten an, zieht nicht an den Kabeln. Es funktioniert auch, aber wie gesagt, es ist nicht so schön, wenn ihr an diesen Kabeln zieht. Also fasst ziemlich weit unten an dieser Fassung und zieht die Batterie raus. Dann habt ihr hier eine kleine Schraube. Die dreht ihr erstmal raus. Und könnt so die Batterieabdeckung rausnehmen. Jetzt habt ihr hier oben noch ein kleines Flexkabel. Wenn ihr es schafft mit den Fingern, sonst nehmt euch irgendwie so eine Pinzette.
oder hebelt ein bisschen links, rechts, dann kriegt ihr die auch raus. Und biegt euch das so ein bisschen, dass das schön gerade nach oben steht, weil ihr müsst jetzt diese Halteclips hier nach oben ziehen, damit ihr unten an diese Schnittstelle rankommt, wo der Remapper eingelegt wird. Bevor ich das jetzt aber mache, zeige ich euch noch mal kurz, was ihr an dieser Batterieabdeckung ändern müsst. Es gibt wirklich Leute, die schmeißen die komplett raus. Das heißt, um sich mehr Platz zu sparen, wird diese Batterieabdeckung komplett rausgelassen und die legen einfach den Akku normal oben rein. Und ich finde es persönlich gesagt nicht so schön. Ich arbeite gerne mit dieser Batterieabdeckung weiter, nur passt sie mir ein bisschen an. Ihr habt hier unten zwei so eine Pins dran, die hier in die Löcher wieder reingehen, um das Ganze so ein bisschen zu fixieren auf der Platine. Den Pin auf der Seite vom Reset-Button, also praktisch auf der Seite, wo der Remapper hier rüberkommt, das ist dieser hier, den müsst ihr bündig abschneiden. Und dafür sind diese Zangen echt super geeignet. Könnt ihr hier unten schön bündig anlegen. Passt auf, die Dinger springen echt durch die Gegend. Knipst euch diesen Pin hier schön bündig ab, dass hier wirklich kein Druck entsteht und nachher auf den Remapper drückt. Weil der Remapper, ihr werdet gleich sehen, der wird hier oben drüber gelegt. Und ihr könnt ja schlecht, sag ich mal, diesen Pin in dieses Loch stecken, um den Remapper zu fixieren. Also wie gesagt, der muss bündig weg sein. Dann ist es noch ganz wichtig, weil ihr habt ja dort, wie gesagt, beim Zweier-Pedal habt ihr zwei Kabelstränge, die ihr verstauen müsst. Beim Vierer habt ihr noch zwei mehr. Also das ist nachher noch so ein Spielchen, die ganzen Kabel dort schön sauber einzulegen. Weil wenn ihr das Ganze dann wieder zusammendrückt, sollte dort nichts eingequetscht werden. Und um sich ein bisschen Platz zu verschaffen, aber eben noch die Batterieabdeckung zu nutzen, könnt ihr auch mit dieser Zange das Ganze unterhalb so ein bisschen wegknipsen. Lasst den Bereich hier, wo die Schraube, seid da vorsichtig, weil wenn ihr das hier quer durchschneidet, dann hält die Schraube das Ganze nicht mehr. Also setzt so ein bisschen hier unterhalb an. Ich mache jetzt einfach mal hier so in der Art sollte es dann aussehen, dass ihr einfach den unteren Bereich unter dieser Schraube einfach bündig sauber entfernt. Als nächstes legt ihr euch das neue Backcase und das Frontcase so voreinander am besten. Dann nehmt ihr den Remapper mit der, ich sag mal, ungelöteten Seite oder besser gesagt, die gelöteten Punkte, die haltet ihr nach unten. Also so muss das Ganze dann rein. Dann könnt ihr euch das Ganze so ein bisschen anheben. Wie gesagt, das ist so ein kleines Knibbelspiel. Und ihr seht ja, hier sind zwei so eine Pins drin und der Remapper hat das Ganze natürlich auch. Es muss wirklich sauber aufeinander liegen. Also da darf keine Luft zwischen sein oder irgendwie am besten noch irgendwie, ja, irgendwas vom Heißkleber, irgendein Faden oder ein Haar. Am besten, das muss wirklich sauber und glatt aufeinander liegen. Weil es kommt manchmal vor, dass Leute uns anschreiben und sagen, ey, das Kit ist gekommen, X geht aber nicht. Wo ich dann sage, du, so ein Umbaukit geht nicht ungetestet raus. Ich sage, hast du den Remapper nochmal kontrolliert? Ist die Schraube richtig angezogen? Liegen die Pins wirklich sauber aufeinander? Und meist heißt es dann, ja, ich kontrolliere das Ganze nochmal und ich melde mich. Und es war wirklich zu 99,9% immer das Problem, dass dieser Remapper nicht sauber, vernünftig dort eingelegt ist. Und ihr nehmt ja praktisch von dieser Schnittstelle, greift ihr die Tasten ab. Also ihr dupliziert praktisch die Tasten auf die Rückseite. Und wie gesagt, wenn da eine Stelle nicht vernünftig sauber aufeinander liegt, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Ich zeige euch das jetzt einfach mal eben kurz so. Also wie gesagt, ihr legt das hier so rein. Einfach das Einfachste, oder besser gesagt, so mache ich es immer. Ich nehme das nur so ein bisschen aus diesen Haltespangen raus. Und ihr könnt ja vorne, also den Remapper so unterführen und knickt da auch nicht und geht auch nicht mit Gewalt bei, weil wie gesagt, das ist so eine Flexfolie. Wenn ihr das Ganze zu doll umlegt oder knickt, dann beschädigt ihr den Remapper und dann ist diese ganze Funktion hinfällig. Und dann könnt ihr das Teil eben nur bei uns wieder einschicken. Wir müssen euch einen neuen Remapper anlöten und ist natürlich mit weiteren Kosten verbunden. Also bevor ihr das zusammendrückt, ihr schiebt den Remapper unter und guckt genau, dass diese Pins auf dieser Führung aufliegen
und könnt das dann praktisch runterdrücken. Dann liegt er sauber drinne. So ein ganz leichtes Spiel hat er noch. Das ist aber in Ordnung. Als nächsten Schritt gleich dieses Flexkabel hier oben wieder einstecken. Weil wenn ihr das vergesst, hat euer Touchpad keine Funktion. Und dann habt ihr diesen Schritt eigentlich schon abgeschlossen mit diesem Remapper an die Schnittstelle einlegen. Jetzt müssen wir noch die Batterieabdeckung wieder einlegen. Besser gesagt, die Batterieabdeckung hält auch gleich den Remapper nach unten. Also der fixiert das Ganze. Und ihr seht, wir haben ja den Pin hier abgeschnitten, der normalerweise hier oben reingehen würde. Und ihr könnt das Ganze ja nicht da durchpiksen. Deswegen habe ich euch gleich gesagt, schneidet diesen Pin ab. Dann habt ihr nicht diese Probleme mehr beim Einbau und wundert euch, warum geht denn das da nicht durch. Legt euch das Ganze so hier hin, von schau nach vorne. Dann habt ihr genug Luft, könnt mit beiden Händen gut noch arbeiten. Könnt das Ganze dann praktisch so umlegen. Aber knickt das hier nicht bündig an, sondern legt es einfach nur um. Jetzt habt ihr natürlich hier einen Zweier. Das heißt, wenn ihr einen Vierer habt, habt ihr natürlich noch ein paar Kabelstränge mehr hier. Legt euch das so frei, dass dieses Loch von der Schraube schön frei bleibt. Batterieabdeckung wieder drauf. So gelegt, dass das hier oben mit dem Reset-Button wieder hinhaut. Und dass die Kabel jetzt nicht eingequetscht werden oder von der Schraube irgendwie zerdrückt werden. Dann nehmt ihr euch die Schraube wieder hier. Dann zieht ihr das Ganze an. Aber wie gesagt, auch alles, es muss fest sein, aber auch handfest eben. Also nicht übertreiben das Ganze. Weil ruckzuck reißt ihr euch dahinter die Fassung raus. Wie gesagt, wenn das Ganze schön fest ist, habt ihr hier oben noch die Möglichkeit, ihr könnt euren Reset-Button ganz normal benutzen und ihr habt eben mit dem Abtrennen oder beziehungsweise mit diesem Abschneiden der Batterieabdeckung euch noch hier unten ein bisschen Platz gemacht für die Kabel gleich zum Verlegen. Ja, wenn ihr das fertig habt, die Batterie wieder hier rein. Wie gesagt, das ist auch selbsterklärend, es geht nur in eine Richtung. Ich stecke da wieder rein. Ihr habt hier unten noch diese, sag ich mal, diese Führung für die Kabel. Könnt ihr da runter ein bisschen schieben und legt euch das Ganze wieder so rein. Legt euch das dann auf den Tisch und wie ich schon am Anfang gesagt habe, achtet darauf, die blaue Seite zur Batterie. Wird jetzt ein bisschen schwer, das euch so zu zeigen, aber ich versuche es mal. Wenn ihr das nämlich so auf den Tisch legt und dann so das Ganze hier einfummelt, dann könnt ihr so ein bisschen noch reingucken. Dann steckt ihr das Ganze, ich versuche es euch mal jetzt zu zeigen. So steckt ihr das Ganze dann hier rein, bis die Markierung unten bündig anliegt. Wie gesagt, und am einfachsten ist es so hier auf dem Tisch. So, dann habt ihr das alles wieder da drinne. Darauf achten, dass diese LED-Leiste hier oben in diesen kleinen Spalt geht. Und jetzt habt ihr nämlich das Spiel mit dem Kabel. Ich habe euch ja gesagt am Anfang, da müsst ihr das Ganze ein bisschen verstauen und auch gleichzeitig darauf achten, dass die Batterie nicht hin und her rutscht. Also das ist alles so ein kleines Zusammenspiel. Legt euch das hier so ein bisschen rechts und links rein, das überschüssige Kabel. Hier ist ja noch das Flexkabel, das schiebt ihr so ein bisschen über die Batterie. Das andere Kabel auch so ein bisschen hier unter die Führung. Dazu ist zum Beispiel dieses Tool auch gut, weil wenn ihr mit dem Schraubenzieher hier reingeht, dann würdet ihr vielleicht noch auf der Platine kratzen. Also könnt ihr damit auch noch ein bisschen arbeiten und das Ganze so vielleicht ein bisschen schieben und euch das Ganze so ein bisschen zurechtlegen. So könnte es ungefähr aussehen. Wie gesagt, wenn ihr das oben hier oberhalb der Batterie irgendwo legt, dann werdet ihr Probleme beim Verschließen kriegen. Also ihr müsst das alles irgendwie so unterhalb dieser Batterieführung schieben, beziehungsweise dieser Luftraum, der jetzt hier unten entstanden ist. Und das Ganze dann sauber aufeinander. Und dann muss es auch wirklich sauber zugehen. Wenn ihr merkt, oh, da ist irgendwie klemmt das noch, dann lieber nochmal kontrollieren, nochmal aufmachen und gucken. Weil wenn ihr das Ganze näher zusammenschiebt, muss es so einfach zusammengehen. Also da darf nicht irgendwie oh, mit Gewalt, ich muss das jetzt zukriegen. Guckt lieber nochmal nach, ob da irgendwie vielleicht ein Kabel auf irgendeinem Mittelsteg liegt oder so und ihr das jetzt nun richtig mit Gewalt dann einquetscht. Mag eine Zeit lang gut gehen, aber es kann dann eben, wie gesagt, einen Kabelbruch ergeben und eure Funktion ist auch nicht mehr da. Hier ist das Thema jetzt mit diesem Halteclip. Auf der Seite ist er ja ganz geblieben. Ihr seht, es ist schon schön zu. Und hier ist dieser Halteclip ja gebrochen. Ist jetzt erstmal nicht weiter wild.
Wenn ihr die vier Schrauben wieder hier reinschraubt, dann wird das Ganze automatisch auch zurückgedrückt. Ein kleiner Spalt bleibt, wie gesagt, das lässt sich nicht vermeiden. Und deswegen achtet darauf, dass ihr das versucht, so sauber wie möglich aufzumachen und am besten nicht diese Spange abzubrechen. Als letztes schraubt ihr natürlich die vier Schrauben hier wieder rein. Ich bin jetzt schon bei der letzten angelangt. Zieht das Ganze fest an, handfest an. Kontrolliert nochmal alle Spaltmaße, ob alles schön sauber zu ist. Und ihr seht, ich glaube, das war die kaputte Seite. Es bleibt ein kleiner minimaler Spalt. Und auf der Seite, wo es natürlich sauber aufgemacht worden ist, sieht das Ganze ein bisschen schicker aus. Ja, dann habt ihr das Ganze umgebaut, habt die Pedal-Funktion hinten dran und ihr könnt euren Controller ganz normal weiterverwenden, wie vorher auch. Jetzt sind die Tasten natürlich dupliziert, das heißt natürlich, ihr könnt die Tasten hier oben natürlich weiter vollständig benutzen. Ihr habt jetzt eben nur die Zusatzfunktion, dass ihr auf der Rückseite natürlich eure gespiegelten Tasten noch zusätzlich benutzen könnt. Das war's. Ihr wisst jetzt, wie ihr das Ganze umbauen könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt uns direkt an. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao, ciao.